Matthias, ich habe heute meinen Koffer und meinen Rucksack gepackt. Was dringend dabei, einen Kocher, um einen Kaffee zu kochen und mein Stativ. Und ich wollte halt mal los in den Wald zwischen Püttlingen, Völklingen, alten Kessel. Ja, wieso geht's dahin? Mein Opa hat mir, als ich kann mich dunkel erinnern, als ich ein Kind war, erzählt von einem alten, kein Stollen, sondern so ein kleiner Tunnel, der dort ist. Und ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass ich mit meinem Opa früher mal da gewesen bin. Das ist allerdings jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre her. Und ich werde heute jetzt mal auf die Suche gehen und gucken, ob ich das Ding finde. Also wenn ihr wollt, kommt einfach mit. Geht's den Berg hoch. Ah, aber es ist noch schön kühl hier im Wald. Wir haben jetzt ungefähr 9 Uhr. Ja, mal schauen, ob ich den Tunnel oder Dolen, wie mein Opa gesagt hat, finde. Ah, hier sind überall Kiefern gefällt worden. Das muss man sich echt merken. Demnächst kann es ja sehr guten Kienspan geben. Ja, ich gehe jetzt hier gerade an so einem Feld vorbei. Eigentlich müsste da unten dieser kleine Bach fließen, von dem ich vermute, dass er durch diesen Tunnel durchfließt. Thank you.
Geocache. Oh. Hier waren wir wohl Treppen, Grillplatz. Wow, hier stand man noch mehr. Das ist wohl alles abgebrannt. Hier scheint mal ein Häuschen gestanden zu haben. Sieht so aus. Wow, hier geht's noch weiter. Also hier hat es ganz extrem gebrannt, aber an komischen Stellen, die weit auseinander liegen. Das muss ja fast brandstiftend sein. Ja, den Geocache habe ich leider nicht gefunden. Er wäre angeblich leicht zu finden in der Nähe dieses Fasses. Ich habe da alles abgesucht. Ich bin nicht fündig geworden. Naja, weiter geht's. Ich bin ja eigentlich auf der Suche nach was anderem. So, für die Nicht-Saarländer. Also ein Saarländer baut einen Grillplatz üblicherweise aus einer alten Waschmaschinentrommel. Das funktioniert einfach am besten. Da sind schön viele Löcher drin. Einwandfrei. Ich bin jetzt hier unterhalb von diesem Bahnsteig. Hier sind noch so ein paar kleine Schrebergärten. Und da unten ist ein Tal. Und ich vermute, dass der Bach da unter dem alten Bahnsteig durchführt. Das heißt, da werde ich jetzt mal hergehen. Ich versuche mal zu filmen. Das könnte jetzt ein bisschen chaotisch werden. Oder wackeln. Und vor allem ist hier alles voller Brombeeren und Brennnesseln. Ich glaube, da unten ist das Ding. Ich sehe da schon eine Art Mauer. Da unten ist jetzt definitiv eine Mauer. Was ich eben dachte, was der Eingang wäre, war leider doch nur ein umgefallener Baum. So. Hier jetzt unter das. Nicht fallen, Baum. Dankeschön. Doch nicht. Wow, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Juhu! Wie geil ist das denn? Tatsächlich. Da ist es. Geil. Lost Place. Yeah. Ja, da ist er. Der alte Dohlen, von dem mein Opa mir erzählt hat, wo er als Kind so in den 40er, 50er Jahren gespielt hat. So, dann gehen wir mal da durch. Ich glaube, ich habe natürlich mein ETC vergessen und auch nicht die starke Taschenlampe eingesteckt, sondern ich habe jetzt nur so eine Nottaschenlampe. So, ist nicht sehr groß. Jetzt sind wir auch gleich schon am Ende. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass ich den Tunnel finde. Wie gesagt, das hat mein Opa mir erzählt. Da war ich irgendwas zwischen 7 und 11 Jahre alt. Also das heißt, das ist über 20 Jahre her, wo wir dann nochmal hier waren. Also ich glaube zumindest mal, dass wir hier waren. Ja, so die Geschichte dazu, die mir mein Opa da erzählt hat. Ja, wie gesagt, sie waren da als Kinder spielen. Und der Dohlen hätte anscheinend noch so eine kleine Seitenkammer oder sowas gehabt. Und da wäre wohl, hat er uns als Kinder erzählt, ein Räuber gewesen, der da seine Schätze, sein Diebesgut versteckt hätte. Und da haben sie sich da umgeguckt, als der nicht da war. Und dann haben sie irgendwas gehört und dann sind sie schnell abgehauen. So, das war so die Story damals. Und da hat er uns den Dohlen hier gezeigt. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen fasziniert. Das ist halt echt ein Stück Kindheitserinnerung. Eine der wenigen Geschichten, an die ich mich von meinem Opa erinnere. Coole Sache. Ja, ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht irgendwo hier in der Wand tatsächlich noch irgendwo eine zugemauerte Öffnung finde. Und scheinbar mal ein Schild. Hier könnte doch. Wow, das sieht so nach einer Mauerfuge aus, die hier hochgeht. Und wo ist der? Ist da aber keine Tür? Ah nein, das scheint, hier beginnt ein neuer Teil des Steuerns.
Wobei, das könnte allerdings... Wow, tatsächlich. Hier ist die andere Fuge. Das sieht wirklich so aus, als ob das hier zugemauert worden ist. Scheint mein Opa wohl keine Märchen erzählt zu haben, sondern eine wahre Geschichte. Cool. Mega. Ja. Bin ich hier? Ich denke mal, das ist ein prima Ort, um jetzt mal ein kleines Päuschen zu machen und ein Käffchen zu trinken. So, nachdem ich mein Ziel ja gefunden hatte, geht es jetzt mal wieder heim. Wie ich jetzt gerade auf der Karte gesehen habe, ist der Einstieg, wo ich losgegangen bin. Ich glaube, es gibt keine 200 Meter von mir. Das heißt, ich bin einmal schön im Kreis gelaufen. Aber egal, es war ja super coole Tour. Draußen sehen, verlegen. Dann genial. Da unten ist der Tunnel, durch den ich ganz am Anfang gegangen bin. Ich bin da hinten hoch. Und da weiter hinten ist der Dolmen. Verdammt. Naja, dann geht's mal hier runter.